hier? Hier waren wir noch nicht. Doch, hier waren wir. Okay, gut. Da waren wir schon. Da waren wir schon. Gut. Hier links warst du ja drin. Ich weiß nicht, ob es hier weiter ging. So. Ging es hier noch weiter? Das weiß ich nicht. Ich glaube, hier ging es zum Ausgang. Ach, das kann ich nicht genau sagen. Alles, was ich aussage, ist 50-50 war. Oh, ey! Da war eine Spinne. Na, böse Spinne. Ja, alles klar. Hier noch was? Da war Ende. Da war Ende. Wir können ja gerne überall nochmal drüber gucken. Ich habe mich eben nicht um die Kohle gekümmert. Überwiegend ums Eisen. Genau, hier ging es nach draußen. Ah ja. Eben schnell nochmal durchrennen. Hier war noch Eisen. Ah, und hier habe ich dich gefragt, ob das einen Sinn hat, dass Lava plötzlich auftaucht. So, zack. Hier ist jetzt, glaube ich, auch nichts mehr, oder? Boah, diese Höhle, ne? Wenn man die auf der Karte zeichnen müsste, ne? Wie groß die wäre. War das Wasser? Na, komm schon. Was hat das denn mit dem Wasser auf sich? Weiß ich nicht. Bin ich Wasserexperte oder was? Oder Wasser? Oh mein Gott. Ach ne, nicht Kohle unter Wasser abbauen. Und auch nicht stromaufwärts schwimmen. Das dauert so lange. Ja, krass, dass wir immer noch keine Diamanten gefunden haben, ne? Oh, es wird Zeit, dass ich mir mal eine neue Spitzhacke mache. Das heißt, für uns, eine Werkbank. Und ich kümmere mich weiter um die Kohle. Und ich glaube, ich habe gerade irgendeine Nachricht irgendwo bekommen, aber ich... Vielleicht habe ich mir auch nur eingebildet. Kannst du mir einen Stein noch geben? Mein Gott. Ja, jetzt höre ich auch Why We Lose. Oh ja, yeah, there's a reason why we lose. So. Was trinken? Boah, jetzt spüre ich aber auch, dass mein Nacken streikt. Ja, weil man die ganze Zeit nur wie so ein Mongo davor sitzt. Ja. Hast du eigentlich nur so einen ganz normalen Schreibtisch? Ich habe zum Beispiel einen, der geht um eine Ecke. Nee, hab ich nicht. Ich habe so ein bisschen eine Armlehne hier rechts, aber für deinen Schmerzen nicht vorbei, die entstehen. So, du machst da Eisen ran. Okay, aber wir können jetzt nicht die ganze Zeit warten, bis hier das Eisen fertig ist. Nee, ich will mal eben drei Spitzhacken machen. Ach so. Oder vier. Sehr gut. Jesus Christus. Oh Gott. Und das ist auch noch so super, wenn wir jetzt die ganze Zeit mit dem Level immer weiter hochsteigen, vor allem du. Bei mir ist das ja eigentlich wurscht. Und wir später doch auf Diamanten treffen, dann können wir so super gut verzaubern, habe ich das Gefühl. Ja. Willst du auch noch irgendwie Dingsbums haben? Spitzhacke? Ja, wenn du mir zwei machen könntest. Einmal da und einmal da. Danke. Und ist eine Schaufel auch noch drin? Ja, klar. Geil. Ja.
So. Zack, zack. Eine Schaufel. Jetzt habe ich echt keinen Platz mehr, krass. Dafür tue ich das hier weg. Hier, eine Schaufel. Okay. Und muss man eben ein Loch machen. Okay. Das da weg, das da weg, das weg, das weg, 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 weg. So. Wir können. Alles klar. So. Hallo? Zombie! Zombie! Jetzt habe ich mich, glaube ich, ein bisschen verirrt. Sind wir hier gerade nicht schon hergegangen? Ja, wir sind hier schon hergegangen. Ja, ist ausgereicht. So, das heißt, wir müssen wieder hierher, irgendwo. Hier? Hier? Ja, hier. Gut. Hier, 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 hier. So. Und hier wieder her. So, damit haben wir schon mal einen riesen Bereich abgedeckt. Der ist, glaube ich, auch schon zu. Also hast du jetzt die so ein bisschen die letzten Minecraft-Folgen auf 30 FPS gerendert? Ja, ja. Ja, überhaupt kein Problem. Wie lange dauert das denn so, ein Video oder so zu rendern? Ein Video? Also 15 Minuten? Ja. Ich habe FIFA 19 Minuten gerendert, das hat so eine Viertelstunde gedauert. Auf 30 FPS? Ja. Ja, alles klar. Hochladen dauert da 5 Minuten oder so. Oder nicht mal so lange. 2 Minuten oder so. Das geht relativ schnell, man kann es eigentlich mitzählen. Bei 60 FPS darf ich erstmal mindestens eine Dreiviertelstunde rendern, wenn nicht eine Stunde oder anderthalb. Ja, das ist krank. Und warte, jetzt habe ich dich gerade verloren. Läufst du mal ein paar Schritte zurück. Und das Hochladen dauert dann auch nochmal, boah, eine halbe Stunde oder so. Aber das passt relativ, weil ich bin rechts neben dir. Das passt relativ, weil ich dann halt das Video so auswähle, hochlade, dann halt Beschreibungen so kopiere, dann Beschreibung ändere und so weiter. Titel hast kopiere, keine, Titel ändere. Hast du keine Standardeinstellungen? Nö. Ich mach das halt vom alten Video immer so copy-paste. Na, geht ja auch. Alles klar, jetzt sind wir hier wieder. Müsstest du da eigentlich wieder erkennen? Ja, müsste ich. Ja, das mache ich dann halt und dann mache ich halt das Thumbnail und wenn ich das Thumbnail ungefähr fertig habe, dann verarbeitet der das schon und dann kann ich da eigentlich wieder rausgehen und das nächste schon hochladen, deswegen das passt da eigentlich immer relativ gut. Aber 30 FPS, weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Also ich glaube, das lohnt sich mehr als 60, weil viele, die so Minecraft oder so gucken, ja, was weiß ich, FIFA, was weiß ich was, haben vielleicht auch einen Scheißrechner und bei denen läuft 60 FPS nicht flüssig. Bei denen ruckelt 60 FPS. Okay, darüber brauchen wir jetzt nicht sprechen, du weißt ja nicht, was die Rechner für eine Leute haben, was die Leute für Rechner haben. Aber ich meine, ich würde das so sagen, dass es bei dem Spiel Minecraft echt nicht nötig ist, 60 FPS anzupacken. So, sondern eher wie bei FIFA oder Call of Duty oder so. Ja, wollte ich gerade sagen, Call of Duty. Ich habe mir halt immer so gedacht, so, ja, wieso nicht 60? Es nimmt halt so fucking viel Platz weg, ne? Das rechnet klar. Mit Fraps.
Ja, noch mehr Gänge. Und Lava. Lava. Gibt ein türkisches Gericht, das heißt Baklava. Ja, das kenne ich. Hast du das auch schon mal gegessen oder bist du ein Rassist? Nee, nee. Das hab ich noch nicht gegessen. Du isst nichts Türkisches, ne? Doch. Bist ein Rassist, ne? Ja. Gold soll ich mitnehmen, ne? Ja, alles. Alles. Boah, ich bin mal gespannt, wann wir endlich Diamanten finden, ne? Das ist ja unglaublich. Ja, das, ey. Gibt's einfach bei uns nicht. Echt krass. Wie lange das auf sich warten lässt. Also, die wollen uns ja echt ans Ende der Nerven führen. Lapis Knazuli. Hey, ist das ein... Ich habe einen Spinnenspawner gefunden. Geil. Soll ich den behalten? Boah, mir ist das so relativ egal. Wir haben so viel Spawner. Also dann kann ich das Ding auch... Kann ich zerstören einfach, oder? Ach, da bist du. Ja, du kannst auch einfach ausleuchten. Deswegen. Das ist eigentlich relativ Wumpe. Alles klar. Ja, lang, dann kannst du ihn nochmal begutachten. Wo? Oh. Da. Geil. Greif mich gar nicht an. Die gute. Die gute Ute. Ah, toll, Weizen, ich freue mich. Yeah. Oh ja, schon endlich mehr nicht mehr verhungern. Oh, goldene Pferderüstung, Redstone, diamantene Pferderüstung. Okay. Das wiederum ist ganz interessant. So, erstmal den ganzen Scheiß hier reintun in die Kisten. Wir finden einfach keine Diamanten. Du musst es positiv sehen. Ja, wir holen gerade ziemlich viele Kohle, Eisen, Lapislazuli, Redstone. Du durch dieses kleine Loch gelaufen, hast du das gesehen? Ja, ja. Da bin ich mal durch. Und ich komme wieder zur Mine. Ach, ist eine neue Mine sogar. Oder du hast noch nicht alles ausgeleuchtet. Das kann natürlich auch sein. Weiß ich nicht. Aber doch, da vorne ist Licht. Boah, das sieht jetzt aber gruselig aus. Lol, hier ist schon wieder so ein kleiner Zombie mit so einem Huhn. Das damals als Ente verwechselt hat. Ja, komm ich jetzt. Ich muss mal eben noch mein Areal hier ableuchten. Oh, Junge, Alter. Meine Ohren. Ich habe so. Kopfhörer. Ja, Kopfhörer, die halt so ums ganze Ohr gehen, ne? Und meine Ohren schwitzen da drunter so krass. Ja, ich hab... Ja, ist ja egal. Aber meine drücken, ich merke einfach, wie sie an meinen Kopf drücken, pressen. Und das ist ätzend, ey. Aber, naja. Erste Weltprobleme. Kann schlimmer sein. Zum Beispiel, wenn wir keine Diamanten finden. Ja. Das auf jeden Fall. So, komm jetzt in meine Richtung, verdammt. Ich komm jetzt. Boah, sobald ich die Höhle hier fertig hab. Weil ich weiß auf jeden Fall, dein Minensystem dauert auf jeden Fall länger als meine Höhle. Mikrofon muted.
She looks like trouble. Her lips so kissable and poisonous. I know she won't be good for me. Microphone activated. Sind die, hier sind Schienen. Sollen wir die mitnehmen? Ja, bitte. Baue ich die denn ab mit... Ja, mit der Spitzhacke einfach. Alter Vater, okay, ich weiß, was wir nach der Mine machen. Weil ich glaube, die Höhle ist doch ein bisschen größer noch. So, zack und zack. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt in die Mine gehen, beenden wir hier die Folge. Ja. Und sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge von Minecraft. Ciao. Tschüss.